Hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute, das ist zwar ein Remake, aber ich wollte es mal ein bisschen kürzer fassen als letztes Mal und einfach nochmal die wesentlichen Informationen zum schnell nochmal eben durchgehen, zusammenfassen. Wie man Dinge im Wald vergräbt, die organischer Natur sind. Und ich mache mir wieder einen Spaß draus, das böse, böse SCH-Wort in diesem Video zu versuchen. Ne? Also, folgendes. Ihr habt ja den Titel wahrscheinlich schon gelesen, worum es geht. Ausschlaggebend ist erstens ein philosophisches Kriterium, nämlich, dass wir wollen, dass wir möglichst wenig Spuren im Aufenthalt in der Natur zurücklassen. Ne? So, wenn wir das nicht wollen, dann brauchen wir uns jetzt gar keine großen Gedanken drüber machen. Dann setzen wir das Häuflein irgendwo hin, legen ein lustiges weißes Blümchen dazu und gehen weiter. Und jeder, der nach uns da vorbeikommt, kann es da liegen sehen und freut sich. Ne? Also das ist Möglichkeit 1. Und Möglichkeit 2 besteht darin, dass wir gefälligst aufräumen, was wir hinterlassen haben. Meiner Meinung nach, also nach meinem Verständnis von, wenn ich mich in der Natur aufhalte, will ich nichts zurücklassen, mache ich das immer. Immer. Wurst wo, ne? Außer vielleicht im tropischen Regenwald. Denn, das ist der springende Punkt, es gibt Ökosysteme, in denen braucht man nichts, was schnell biologisch abbaubar ist, vergraben, weil es wird tatsächlich so schnell biologisch abgebaut, dass es ruckizucki wieder verschwunden ist. Soll heißen, wer in den tropischen Regenwald was fallen lässt, der macht sich die Hose wieder zu, dreht sich einmal um und wundert sich, wo es geblieben ist, weil so schnell ist es auch schon weg. Natürlich nicht ganz, aber gefühlt. Das geht wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Also da muss man sich keine großen Mühe machen mit da irgendwas wieder verstecken. Der ist derartig auf Recycling ausgelegt, der schöne tropische Regenwald, dass das da keine Rolle spielt. Aber wer irgendwo anders unterwegs ist, der kann sich da schon ein bisschen mit dem entsprechenden Verstecken der Hinterlassenschaft Gedanken machen. So, und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, drei primäre Möglichkeiten. Möglichkeit A, Loch. Möglichkeit B, Loch. Aber mit Mitnehmen vom Klopapier, ja? Möglichkeit A ist also Loch, Hinterlassenschaft und Klopapier, beides in Loch, Loch wieder zu. Gut. Möglichkeit B, Loch, Hinterlassenschaft in Loch, Klopapier im verwendeten Zustand selbstverständlich, mitnehmen und verbrennen. Auf diesem Wege sind schon Waldbrände entstanden, ist also keine gute Idee, wenn wir uns gerade irgendwo befinden, wo eine größere Waldbrandgefahr herrscht. Ist jetzt hier nicht der Fall, nur so zur Information. Und dann gibt es noch Möglichkeit 3. Man hat ein schönes Tütchen dabei, zeige ich euch gleich, das ist nämlich ein Spezialtütchen, und möchte seine Hinterlassenschaft komplett inklusive Klopapier, wie man das beim Hund im Stadtpark auch eben machen sollte, zumindest sollte, ne, ob sie da tut, ist eine andere Frage, komplett mitnehmen, bis man wohin kommt, wo sich die Hinterlassenschaft besser entsorgen lässt. So, folgendes, wovon hängt das jetzt denn ab? Ich habe es ja schon angedeutet, tropischer Regenwald ist egal, ist super schnell abgebaut. Und die Geschwindigkeit des Abbaus ist tatsächlich der ausschlaggebende Faktor, wie viel Mühe man sich mit dem Beseitigen seiner Hinterlassenschaft eben machen sollte, wenn man möglichst naturschonend und möglichst ohne großen Eintrag ins Ökosystem nur zu Besuch sein möchte. Ne? Das ist halt die Frage, ob man das will. Aber hat man es mit einem Ökosystem mit mittlerer Abbaugeschwindigkeit zu tun, das wäre hier zum Beispiel Mitteleuropa, das wäre große Teile Asiens, das wäre Afrika außerhalb der Wüsten, das wäre Südamerika außerhalb des tropischen Regenwalds, weil da ist ja super, super schnell abgebaut, ne? Und auch Nordamerika, also die USA, außer die sehr wüstenartigen Teile, wäre auch sowas. Was sind auch noch Ausnahmen? Gebirge. Gebirge sind auch eher schlecht, haben eher eine geringe Abbaurate für organische Substanz. Natürlich auch die Arktis hat eine miserable Abbaurate für organische Substanz. In Mooren geht es auch sehr, sehr, sehr langsam. Man kann also auch innerhalb der gemäßigten Zone, wo eigentlich eine moderate Abbaurate herrscht, einzelne Flecken finden, in denen wieder eine schlechte Abbaurate herrscht. Moore, Sümpfe,
Sandstrände. Auch da dauert es eine ganze Weile, bis da organische Substanz irgendwie abgebaut ist oder sonstige Sandanreicherungen, irgendwelche inländischen Dünen, beispielsweise in der Lüneburger Heide. Da ist auch der Boden so nährstoffarm, dass ein plötzlich starker Nährstoffeintrag eine Weile braucht, um abgebaut zu werden. Einfach weil die Tiere, die vorhanden sein müssen, um den Nährstoffabbau schnell durchzuführen, erstmal gar nicht da sind. Die kommen dann zwar nach und nach, aber das dauert dann eben. Das bedeutet, wenn wir keine Maßnahme unternehmen, um es zu verschwinden zu lassen, dann bleibt es sehr, sehr lange sichtbar liegen. Ne? So, das waren jetzt also Beispiele. Befinden wir uns jetzt hier bei uns im mitteleuropäischen Mischwald beispielsweise oder auch im Nadelwald, das ist egal, dann reicht es im Regelfall, ein Löchlein zu buddeln, wo man seine Hinterlassenschaft reinlegen kann. Und ich zeige euch mal kurz, wie dieses Loch am besten aussehen sollte. Also hier haben wir einen normalen Waldboden. Da liegt jetzt nicht viel Humus rum. Das liegt daran, dass wir uns hier unter einer ziemlich dichten Tanne befinden. Den Humus, den kratzt man zur Seite. Das kann man auch wunderbar mit dem Fuß machen. Da braucht man auch gar keine Schaufel für. So, und dann kommt irgendwann der Mineralboden zum Vorschein. Je nach Boden geht das schneller oder auch mal nicht so schnell oder dauert ein bisschen länger und so weiter und so fort. Wenn es nass ist, auch noch mal ein bisschen anders, aber ihr könnt es euch groß vorstellen. Der Mineralboden zeichnet sich dadurch ab, dass er erheblich härter ist als der lockere Auflagehumus. Und in diesem Mineralboden befindet sich ganz oben drauf, also die oberste Schicht des Mineralbodens, der ist meistens bräunlich, schwärzlich. Und da machen wir uns jetzt ein Löchlein rein. Ja? Je nach Boden, je nach Durchwurzelung geht das mal mehr, mal weniger gut. Hier geht es jetzt gar nicht so gut. Größe des Lochs muss man so aus persönlicher Erfahrung wissen, wie viel Hinterlassenschaft man denn üblicherweise hinterlässt. Und dann entsprechend die Größe des Lochs entsprechend wählen. Und im Idealfall buddeln wir unser Loch so, dass wir die Hinterlassenschaft nach Möglichkeit wirklich noch im recht dunklen Boden hinterlassen. Na, ihr seht ja, was ich da jetzt rausschaufel. Je tiefer ich komme, desto heller wird das, was ich rausschaufel. Seht ihr, hier haben wir jetzt schon deutlich helleres Material. Ich zoome mal noch ein bisschen ran. Das war ja schon rangezoomt. Aber ich denke, man kann es trotzdem erkennen. Wenn ich jetzt noch tiefer schaufle, kommt noch helleres Material. Das ist jetzt zu tief. Wir wollen unsere Hinterlassenschaft nach Möglichkeit noch in dem dunklen Bodenbestandteil verbuddeln, also im AHA-Horizont, um es mal beim Namen zu nennen, weil das ist der Teil des Bodens, der die höchste Durchsetzung mit Bakterien und organische Substanz abbauenden Tieren aufweist und da ist es am schnellsten weg. Ja? Wenn wir also zu tief buddeln, dann bleibt es länger erhalten, das ist dann auch nicht schlimm und ja. Und der Durchmesser des Loches, wie gesagt, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von uns wären in der Lage, ein solches Loch zu treffen. Mit welcher Technik man sich jetzt da nun drüber hockt oder ob man sich vorher noch eine extra Bank bauen muss oder was weiß ich, oder sich erst eine Astgabel suchen muss und so weiter, das überlasse ich jedem selber. Ich halte all diese komfortverbessernden Maßnahmen für unnötig, aber da muss ja jeder selber wissen, wie er das am liebsten haben möchte. Dann legen wir da jedenfalls was rein, dann machen wir das Loch auf dem Wege wieder zu, wie wir es angelegt haben, und wenn wir keine Spur hinterlassen wollen, decken wir den Humus eben entsprechend wieder drauf, verrühren das Ganze ein bisschen und kein Mensch weiß, dass hier mal so ein Loch gewesen ist. Ne? Klopapier bei uns in Mitteleuropa kann man bedenkenlos mit reinschmeißen. Das ist auch sehr, sehr, sehr schnell verrottet. Normales Klopapier, ohne dass da jetzt irgendwelche Herzchen oder sonstiges Zeug mit Farbe drauf gedruckt wäre. Also wirklich stinknormales weißes Klopapier. Ob das jetzt noch irgendeine Prägung hat oder nicht, das ist egal. Hauptsache, es ist nichts drauf gedruckt. Tut's. Noch besser ist Recycling-Klopapier. Das ist tendenziell noch ein bisschen schneller abgebaut. Ist aber nicht entscheidend. Ist wirklich nicht entscheidend. Also nehmt ruhig das Klopapier, das euch zusagt, solange nichts drauf gedruckt ist. So. Das ist also die Methode Loch und Klopapier mit ins Loch. Bei der Methode Loch und Klopapier nicht ins Loch, sondern Klopapier lieber verbrennen. Mir persönlich ist nicht ganz klar, wozu das da gut sein soll. Ich meine, diese Methode gibt's. Die Methode wird in verschiedenen Büchern, auch in verschiedenen Parks teilweise, empfohlen, dass man das so machen soll. Also A, Erfahrungswert.
es dauert eine ganze Weile, bis man es geschafft hat, das zu verbrennen, weil es ist im Regelfall ja dann doch ein wenig nass. Insbesondere bei Weiblein, die ja einen höheren Klopapierbedarf, beziehungsweise für alle Aktivitäten einen Klopapierbedarf haben, für den wir Männer teilweise kein Klopapier brauchen, ne? Ist es so, dass das nun mal nicht besonders gut brennt, ne? Je nach Situation. Und da kann man jetzt natürlich jedes Mal ein Loch buddeln als Dame. Und das jedes Mal einbuddeln, das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist dann halt wieder für die Damen primär oder halt für den Herrn, wenn er es auch nicht verbrennt bekommt, weil es zu nass ist, weil je nach Konsistenz, ne, ist natürlich ein Thema, das nicht besonders appetitlich ist, aber es ist nun mal so. Da bietet sich dann eben Mitnehmen an, meiner Meinung nach. Weil verbrennen, ja. Es sei denn, man hat vielleicht sowieso schon irgendwo ein Lagerfeuer und kann es ins Lagerfeuer schmeißen, dann ist es ja auch kein Problem. Dann verbrennt es auch wirklich. Oder man hat einen Hochleistungskocher und kann es damit halt eben entsprechend verbrennen. Dann verbrennt es auch wirklich. Das geht schon. Ich sehe die Notwendigkeit selten. Ich sehe die Notwendigkeit wirklich selten. Im Regelfall kann man es ins Loch dazu machen. Und als Weiblein muss man halt extra zu diesem Zwecke noch ein ganz kleines Loch. Da reicht ja wirklich eine sehr kleine Kuhle, gerade wenn man im Wald ist, ausscharren mit dem Fuß. Da muss ja auch gar nicht die Schaufel zum Einsatz kommen. Wirklich nur eine ganz kleine Kuhle. Da einigermaßen so hinlegen, dass es dann auch nicht so schnell wieder ausgebuddelt wird. Zeug wieder drüber und das verrottet auch schnell. Ja, also. Befindet man sich jetzt vielleicht an einem hochfrequentierten, sehr beliebten Wanderweg, mag man eventuell ein bisschen mehr Aufwand betreiben, damit die Leute es dann nicht aus Versehen wieder ausbuddeln. Oder befindet man sich an einem hochfrequentierten Lagerplatz, also irgendeine Stelle, die als Lagerplatz konzipiert ist für langere Trekkingtouren, im Umkreis eines solchen Platzes, würde ich erstens grundsätzlich immer ein paar Schritte weiter gehen, um ein Plätzchen für meine Notdurft zu finden, weil, wenn man da buddelt, weiß man nie, was man noch ausbuddelt. Und ja, zweitens, nur oberflächlich verbuddeln, da dann wieder eine blöde Idee, weil die Leute trampeln ja eventuell drüber und das möchte ich niemandem wünschen, dass es dem passiert, deswegen würde ich das so auch nicht hinterlassen wollen, aber ja, ich als Mann habe da sowieso, was das angeht, eher einen selteneren Bedarf, als das eben bei Weiblein gegebenenfalls böses Handy, bist du still, vorkommt. So, ja. Kommen wir zur dritten Möglichkeit, die sich dann anbietet, wenn wir nur kurz in einem Ökosystem sind, das auf Nährstoffeinträge relativ sehr empfindlich reagiert. Beispiel ein Moor oder das Hochgebirge, ne? Also so Bereiche, wo es auch wirklich sehr lange dauert, bis es abgebaut ist. Da kann man jetzt als super, super großer Naturfreund, der wirklich nichts zurücklassen möchte, auf Tüte zurückgreifen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten von Tüte. Ich möchte aber diese Tüte hier empfehlen. Nicht, dass ich da in irgendeiner Form jetzt Geld mit verdiene, aber da gibt es sicherlich noch andere, die das ebenfalls tun. Die hier sind dahingehend cool, dass das ein durchgehender Schlauch von 7 Metern Länge ist. Und da kann man sich jetzt hier eben quasi den Schlauch, der ist hier drin aufgerollt, ein Stückchen rausziehen, aus dem Loch hier dann entsprechend rausziehen, wie viel man haben mag. Es rüberbiegen und hier oben ist noch eine Schneidkante in der Packung drin. Hier kann man sie sehen und kann dann mit der Schneidkante sich eben entsprechend viel oder wenig, je nachdem was man da halt haben möchte, Tüte abschneiden. Und das ist einfach ein Schlauch, ne? Also oben und unten offen. Nöp, 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 nöp. Tada! Da knotet man dann einfach eine Seite zu. So, und dann hat man halt hier oben jetzt noch Platz, um da irgendwas reinzufüllen. Das ist natürlich jetzt super klein, ich will Tüte sparen, ne? Ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Und dann knotet man es auf der anderen Seite logischerweise auch nochmal zu. Und dann hat man da schon eigentlich relativ gut verpackt, was man da halt eben verpacken möchte. So, und das Schöne an den Dingern ist halt, dass die biologisch abbaubar sind. Heißt, wenn wir jetzt eine längere Tour machen und müssen unsere Hinterlassenschaft jetzt logischerweise natürlich mitnehmen, weil wir uns gerade in einem Moor befunden haben. Können wir, sobald wir aus dem Moor raus sind, und diese Tüten sind auch wasserdicht, ne, man muss sich also auch keine Sorgen machen, dass man jetzt irgendwas, was man nicht unbedingt in seinem Rucksack haben möchte, da drin verliert. Wenn man die ordentlich zumacht, dann geht das auch.
Und jetzt kommt man raus aus dem Moor und ist wieder in einem nicht so sonderlich empfindlichen bzw. durch Nährstoffeintrag gestörten Ökosystem. Dann gräbt man halt jetzt hier in Ruhe sein Löchlein und setzt es dann da eben entsprechend ins Löchlein inklusive Tüte, weil die ja biologisch abbaubar ist, und macht das Ganze wieder zu und gut ist. Das ist natürlich nicht so optimal, weil natürlich dauert der Abbauvorgang, wenn da noch so eine Tüte drum ist, länger als ohne. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm. Die basieren auf dem Stärkederivat. Diese Tüten, die verschwinden wirklich völlig rückstandslos. Da muss man sich keine Sorgen machen. In jedem Boden werden sie früher oder später abgebaut. Es kann, wenn man sich zum Beispiel in der Arktis befinden, ein paar Jahre dauern. Aber in der Arktis ist auch viel, viel, viel Platz. Ja? Und wenn wir da jetzt durchlaufen, ja, dann hinterlassen wir eine Spur von meinetwegen alle 30 Kilometer so einem verwurdelten Tütchen gegebenenfalls. Natürlich nehmen wir ihn jedes Mal ein Tütchen, aber schlimmstenfalls. Und das mag nicht so toll sein, aber nach 3 oder 4 oder von mir aus auch 5 Jahren sind die auch so gut wie verschwunden, also Tüte samt Inhalt. Und ich denke, das ist vertretbar. Das ist schon vertretbar und es sieht ja keiner. Und da stört auch keine Bodentiere, da stirbt niemand dran, dass er sich in dieser Tüte verhuddeln kann oder sonst irgendwie. Und wenn sich der Maulwurf aus Versehen reinbohrt oder buddelt, dann gräbt er halt aus, was da drin ist. Dann hat er vielleicht ein unerfreuliches Erlebnis. Aber wer weiß, vielleicht stehen Maulwürfe ja auch auf sowas. Davon abgesehen, in der Arktis gibt es keinen Maulwurf. Aber jo. Dann bin ich noch gefragt worden, wie ist denn das? Je nach Boden, soll man es eher tief, soll man es eher hoch verbuddeln? Wenn du es im Aha-Horizont verbuddelst, bist du immer auf der sicheren Seite. Völlig egal, welches Land, welche Region der Erde, sobald du eine braune Schicht im Boden findest oder schwärzlich, da drin vergraben. Kommt als allererstes erstmal eine silberhelle Schicht, dann kann man sich die Mühe machen, weiter zu buddeln, bis man eine braune Schicht im Boden findet. Oder man legt es halt da rein, dann geht die Welt auch nicht unter. Es gibt theoretisch noch die Möglichkeit, die Stöckchenmethode. Die Stöckchenmethode besteht darin, dass man sich einen Stock nimmt. Dafür muss natürlich ein Stock da sein im jeweiligen Ökosystem. Ist in der Sandwüste auch wieder schwierig. Und mit diesem Stock die Hinterlassenschaft, die man dann oben auf den Boden draufgelegt hat, also ohne Loch, großflächig verteilen. Weil je höher die spezifische Oberfläche, desto schneller die biologische Abbaugeschwindigkeit. Am besten steckt man dann am Ende den Stock noch mitten rein, um das Ganze als Tretmine für eventuelle andere Wanderer zu kennzeichnen. Besser ist aber vergraben, weil es ist halt immer noch eine Tretmine, ne? Auch wenn es eine gekennzeichnete Tretmine ist. Ja, für die Damen, erstens, habe ich mir sagen lassen, gibt es biologisch abbaubare Tampons. Zweitens, bei den klassischen Dingern ist ja immer noch so ein Plastikschnürchen dran. Sofern man das nach Gebrauch abreißt, das mag vielleicht etwas unappetitlich sein, aber hilft, ne? Dann ist es auch nur noch Baumwollwatte. Teilweise sind sie noch ein bisschen mit irgendeinem Kunststoff beschichtet, zur besseren, nennen wir es wie es ist, Einführbarkeit. Ne? Da ist dann so eine besser gleitende Haut obendrauf, die kann auch teilweise, je nach Hersteller und so weiter und so fort, nicht biologisch abbaubar sein, dann ist das auch wieder ein bisschen schlecht. Gleiches gilt für Slip-Einlagen bzw. Binden. Muss man halt auch mal schauen, aus welchem Material die bestehen. Sobald da irgendwelche Kunststoffe im Spiel sind, sind sie im Regelfall nicht biologisch abbaubar. Es sei denn, es sind halt wirklich speziell welche, die das sind. Kann Frau kaufen. Und wenn sie biologisch abbaubar sind, kann man sie genauso verbuddeln wie alles andere auch. Dass man damit Bären anlockt in Bärengebieten, ist so ein Gerücht, das sich hart hält. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die leben nicht in einem Lebensraum, in dem es unglaublich dringend notwendig ist, jedes bisschen, was auch nur irgendwie halbwegs nach Essbarem riecht, auszubuddeln. Die haben meistens genug Möglichkeiten, was zu futtern zu finden. Daher sollte das Interesse, sowas wieder auszugraben, relativ gering sein. Und meine Güte, wenn es der Bär ausgräbt, ja, dann hat er es ausgegraben. Ja, schlimm. Also das ist dann auch... Meiner Meinung nach, vom Schaden her, hält sich das in Grenzen. Jo. Für die kleine Notdurft, also die in flüssiger Form, kann man noch hinzufügen, super empfindliche Ökosysteme wie Moore. Also wenn man es halten kann, dann sollte man es nach Möglichkeit neben dem Moor und nicht mitten im Moor eben entsprechend ablassen, was da abzulassen ist. Ne?
Und ja, im Moor bietet sich halt, wie gesagt, auch so eine Tüte an, damit man da dann wirklich keine Hinterlassenschaften zu vergraben versucht. Das dauert da auch ewig, bis es abgebaut wird. Und dann liegt das da wirklich sehr, sehr, sehr lange rum. Wer da Spaß dran hat, ein Souvenir hinterlassen zu haben, macht meiner Meinung nach was falsch. Aber ja, ne? So. Hab noch was vergessen. Im Hochgebirge kann man zum Teil wirklich überhaupt kein Loch graben. Ja, da klappt das wirklich nicht. Dafür liegen dann meistens irgendwelche Steine rum, die kann man umdrehen. Sobald man sie umgedreht hat, entsteht eine Kuhle. Dann kann man diese Kuhle für den besagten Zweck verwenden. Und im Idealfall dreht man den Stein dann wieder um und legt ihn genau in das Loch, das vorher eben entstanden ist, als man ihn umgedreht hat. Und das führt dann nämlich auch dazu, dass der Inhalt, der nun neue Inhalt des Loches, schön über die gesamte Oberfläche des Steins verteilt wird, also die untere Oberfläche. Und das ist auch wieder gut, weil dann hat der Inhalt des Loches eine hohe spezifische Oberfläche, was die biologische Abbaugeschwindigkeit dann wiederum erhöht. Ja? Und es sieht dann auch keiner. Ach ja, und das Papier legt man natürlich auch noch vorher unten rein, bevor man den Stein raufschmeißt. Ne? Ja, das geht also auch ganz gut. Ja, klappt. In fast allen Lebensräumen, in denen man kein Loch graben kann, weil es da fast immer Steine irgendwie gibt, sollte man kein Loch graben können und es gibt auch keine Steine, dann bin ich auch überfordert und lasst euch was einfallen. Aber jetzt wirklich tschüss.